Ich möchte Sie ganz herzlich wieder aus dem Ehrensaal des Deutschen Museums begrüßen zu der Matinee-Vorstellung, die die Beobachtergruppe hier sonntäglich immer macht. Der Referent, den wir heute haben, ist Klaus Rohe. Er ist auch Mitglied des Deutschen Museums und er bringt uns heute kein normales astronomisches Thema über Sterne, über Galaxien. Nein, er befasst sich heute mit den Instrumenten und zwar mit historischen Instrumenten. Wobei, wenn wir uns hier dieses Foto ansehen, es ist auch ein historisches Instrument. Und zwar ist es das Teleskop hier auf der Oststernwarte, wo wir von der Beobachtergruppe auch immer, wenn es möglich ist, regelmäßig Beobachtungen hier anbieten. Klaus, ich glaube, du kannst uns noch wesentlich mehr über historische Geräte präsentieren. Bitte bring uns mehr Spannung rein, was hier alles möglich ist. Gut, vielen Dank, Harald. Auch von mir nochmal herzlich willkommen. Also mein Thema sind heute die historischen Instrumente, astronomische Instrumente, und zwar Instrumente, die vor der Erfindung des Fernrohrs benutzt wurden. Wir werden da 5 Instrumente besprechen und zum Schluss nochmal darauf eingehen, wie sich die Messgenauigkeit seit der Antike verbessert hat. Wir werden im Wesentlichen hier mit Winkelmessinstrumenten zu tun haben und da ist es dann auch mal zum Schluss ganz interessant zu sehen, wie sich das verbessert hat. Anfangen werden wir mit dem einfachsten astronomischen Instrument, was man sich vorstellen kann, dem sogenannten Schattenstab oder Gnomon. Da ist hier ein Bild aus einem alten astronomischen Lehrbuch, was heißt, so alt ist es auch nicht, ist von 1913. Interessant ist, dass damals die Astronomie an höheren Schulen teilweise auch Schulfach war und dass man sich auch praktisch dann mit der Astronomie befasst hat, also mit historischen Instrumenten und Messungen durchgeführt hat. Das ist also hier der Schattenstab, kann jeder zu Hause im Garten aufbauen, senkrechter Holzstab reicht da und kann dann auch diese Messungen selber durchführen. Was kann man damit machen mit so einem Schattenstab oder Gnomon? Ja, man kann zum Beispiel die genaue Nord-Süd-Richtung feststellen in seinem Garten und den sogenannten Ortsmeridian dann festlegen. Also der exakt von Norden nach Süden zeigt, nicht wie ein Kompass, ein Magnetkompass, der eventuell Missweisungen hat. Das ist dann wirklich die exakte Messung. Und diese Methode ist auch schon lange bekannt, wurde auch schon von den alten Griechen eingeführt und heute nennt man die auch die Methode der indischen Kreise und man hat dann hier den Schattenwerfer stehen und zeichnet dann von morgens, wo die Sonne aufgeht, hier im Punkt A, zeichnet man auf konzentrischen Kreisen über den Tagesverlauf den Schattenstand ein. Und wenn ich dann diesen Winkel hier halbiere, dann habe ich exakt den Ortsmeridian. Damit kann man also in seinem Garten oder was man sonst noch hat, kann man also die exakte Nord-Süd-Richtung festlegen mit diesem relativ einfachen Instrument. Man kann mit diesem Instrument auch noch andere astronomisch interessante Größen messen. Das ist die Schiebe der Ekliptik. Die Erdachse, wissen Sie ja, wenn die Erde sich um die Sonne dreht, ist mit ungefähr 23 Grad gegenüber der Senkrechten geneigt. Und das ist auch eine wichtige Größe für astronomische Beobachtungen. Das ist Schiefe der Ekliptik, wird das auch genannt. Üblicherweise mit dem griechischen Buchstaben Epsilon bezeichnet. Und wenn man dann seine geografische Breite kennt, kann man praktisch aus Messungen mit dem Schattenstab diese Schiebe der Ekliptik ermitteln. Das ist hier mal eingezeichnet für München. Man hat hier 2 Extrempositionen der Sonne. Am höchsten steht die Sonne hier an der Sommersonnenwende. Dann ist die Sonne am nördlichen Wendekreis am Wendekreis des Krebses senkrecht. Und in München steht die dann ungefähr 65,4 Grad über dem Horizont. Das kann man berechnen. München hat ungefähr die geografische Breite von 48 Grad. Heute wissen wir, die Schiefe der Ekliptik ist ungefähr 23,4 Grad. Und wenn man das ausrechnet, weiß man,
im Sommer, bei der Sommersonnenwende, steht die Sonne 65,4 Grad über dem Horizont. Also senkrecht wird das hier in München nicht. Und genauso gibt es dann die Wintersonnenwende. Da steht die Sonne senkrecht am Wendekreis des Steinbocks. Das ist auch ganz im Süden steht die dann. Und dann steht die in München hier am niedrigsten. Und wenn man das ausrechnet, dann steht die in München an der Wintersonnenwende. Das ist im ungefähr 21. oder 21. Dezember. Dann steht die 18,6 Grad über dem Horizont. Das heißt, das kann ich auch durch Messungen mit dem Schattenstab herausfinden. Also ganz einfaches Instrument. Und man kann aber da schon relativ interessante Entdeckungen mitmachen. Das ist auch schon sehr früh in der Astronomie eingesetzt worden. Ein weiteres Instrument, was die Astronomen benutzt haben, was aber nicht nur für Astronomie, sondern überhaupt für Vermessungen, Landvermessungen, Gebäudevermessungen benutzt worden ist, das ist der sogenannte Quadrant hier. Sehen Sie hier, das ist ein selbstgebastelter, kann man relativ einfach selber bauen, einen einfachen Quadranten. Diese Skala hier, die findet man im Internet, die kann man ausdrucken, aufkleben und dann kann ich damit einfache Winkelmessungen machen. Also ich habe hier zwei Visuren, da peile ich das Objekt mit an und kann dann mit diesem Instrument messen, wie hoch das Objekt über dem Horizont liegt. Ich will das mal hier kurz zeigen. Ich habe hier den Pendelquadranten mitgebracht. Hier sehen Sie den, da ist die Skala drauf. Und ich werde jetzt mal da oben die Kugel unter dem Kronleuchter anpeilen. So, da muss man das hier festhalten. Und dann sieht man hier ungefähr 19 Grad über dem Horizont hängt da die Kugel von dem Kronleuchter. Das könnte zum Beispiel auch der Mond sein. Somit, da kann ich also auch die Höhe des Mondes über dem Horizont mitmessen. Bei der Sonne sollte man vorsichtig sein, die sollte man nicht direkt mit dem Auge hier anpeilen, weil das ist total schädlich, dann ist das Auge hin. Das ist also ein einfacher Pendelquadrant, mit dem man praktisch die Höhe von astronomischen Objekten in der Nacht über dem Horizont messen kann. Und diese Pendelquadranten sind natürlich, diese Quadranten gibt es auch in anderer Bauweise. Auf dem nächsten Bild ist zu sehen, das ist sind Quadranten, wie der dänische Astronom Tycho Brahe sie benutzt hat. Dieser hier, der wird als Alt-Azimut-Quadrant bezeichnet. Der Name kommt daher, ich messe da einmal die Höhe mit, die das Objekt über dem Horizont hat, also Altitude, die Höhe. Und dann das Azimut kann ich da auch mitmessen. Ich kann den drehen und das Azimut ist im Grunde, wird üblicherweise vom Norden 0 Grad, Osten 90 Grad, Süden 180 Grad und so weiter gemessen. Das heißt, der ist hier auch drehbar. Hier konnte man dann beide Winkel mitmessen. Was der Tycho Brahe auch noch benutzt hat, ist ein sehr großer Mauerquadrant. Und Sie können sich vorstellen, je größer der Durchmesser des Quadranten ist, desto genauer ist auch praktisch die Messung, desto genauer kann ich die Winkel messen, weil die Unterteilung einfach feiner ist. Und so einen Mauerquadranten hat er auf seiner Sternwarte in Dänemark gehabt. Und Tycho Brahe war ja der, der die genauesten Messungen von Planetenpositionen und Sternpositionen gemacht hat zu seiner Zeit. Und diese Messungen hat dann ja später der Johannes Kepler ausgewertet und dann auch seine Planetengesetze aus diesen Messungen hergeleitet. Das sind also die Quadranten. Es gab noch weitere Typen von Quadranten. Dann war auf so einem Pendelquadranten teilweise noch Linien eingezeichnet und dann konnte ich den Pendelquadranten auch als Uhr benutzen, als Sonnenuhr. Und konnte praktisch, wenn ich die Mittagshöhe der Sonne kannte und dann die Höhe an einem bestimmten Tageszeitpunkt gemessen hatte, dann konnte ich damit praktisch die Zeit ablesen, also die wahre Sonnenzeit. Diese Quadranten hatten dann allerdings den Nachteil, dass sie genau für eine geografische Breite festgelegt waren.
Und dann sind wir jetzt bei den Quadranten. Ein weiteres interessantes Instrument ist der sogenannte Dreistab, der hier auf dem Bild zu sehen ist. Und damit konnte man Zenitabstände von Sternen oder sagen wir Himmelsobjekten messen. Also der Quadrant selber, der ist schon von dem griechischen Astronomen Ptolemäus beschrieben worden. Im Internet kann man auch das Werk heute in Übersetzung finden. Das ist frei verfügbar. Da hat er also den Quadranten beschrieben. Und der war im Grunde vor der Einführung des Fernrohrs, war das eines der beliebtesten astronomischen Instrumente. Hier ist nur mal kurz, da gehen wir jetzt schneller drüber, ein bisschen von der Geometrie zu sehen. Also diese Skala war mit Winkeln, die war in Winkel umgerechnet und dann konnte ich hier praktisch, wenn ich hier über diese beiden Visuren oder Diopter das Objekt angepeilt hatte, konnte ich dann hier den Winkel, den Zenitwinkel ablesen. Auch das braucht man, wenn man zum Beispiel Planetenpositionen oder Sternpositionen genau vermessen will. Das ist also der Dreistab oder Triquetrum, wie es auf Lateinisch heißt, oder man hat das auch parallaktisches Lineal genannt. Und so eins, was hier abgebildet ist, das war in dem Besitz von Kopernikus. Das ist also der Dreistab. Ein weiteres interessantes Instrument, was im Grunde ja ein Modell des geozentrischen Weltbildes ist, was man zu der Zeit noch für richtig gehalten ist. Das ist die sogenannte Armillarsphäre. Hier ist auch ein Bild von der Armillarsphäre zu sehen. Das war einmal ein Lehrinstrument, um praktisch das geozentrische Weltbild zu veranschaulichen. Es wurde aber teilweise, wenn das entsprechend groß ausgeführt war, auch als Messinstrument hergenommen. Entwickelt wurde das von dem Griechen Eratosthenes. Und da läuft es noch unter der Bezeichnung Astrolab. Und Ptolemäus hat das dann auch sehr genau beschrieben. In Europa hat sich das Instrument erst seit dem 15. Jahrhundert in Mitteleuropa durchgesetzt. Und das war der fränkische Astronom Regiomontanus aus Königsberg in Franken, der dieses Instrument wieder bekannt gemacht hatte. Und Tycho Brahe hat das dann auch nochmal zur zur Reife gebracht. Und wie gesagt, das war einmal als Lehrinstrument angedacht und es war aber auch, das sieht man hier, hier sind sogenannte Visuren oder Diopter angebracht, mit denen konnte man auch Himmelsobjekte anpeilen und so die Position sehr genau messen auf der Himmelskugel. Hier im Deutschen Museum sind auch einige von diesen Instrumenten zu sehen. Ja, und das letzte Instrument, was ich Ihnen vorstellen wollte, ist das sogenannte Astrolab oder Astrolabium Planisferium. Und das war im Grunde das ja, universellste Instrument, was man so in der Spätantike und im Mittelalter benutzt hat. Die ersten Beschreibungen davon sind von dem griechischen Astronomen Theon von Alexandria, ca. 330 bis 400 nach Christus verfasst. Hier in Europa ist das dann über die Araber bekannt geworden. Die Araber und Perser haben dieses Instrument schon im 8. Jahrhundert benutzt und angefertigt. Und dann ist praktisch die Kenntnis über dieses Instrument ist dann über Spanien auch nach Europa gekommen. Und die Instrumente wurden dann auch in Europa, also auch in Mitteleuropa gebaut. Eines der Städte, wo sehr viele Instrumente, Astrolabien gebaut wurden, hier ist eins zu sehen, das ist ein Nachbau von einem Astrolabium, was 1531 in Nürnberg angefertigt wurde von einem Mann namens Georg Hartmann. Der hatte in Nürnberg eine damals berühmte Werkstatt, wo er astronomische Instrumente, also Astrolabien,
Quadranten, Sonnenuhren und Ähnliches angefertigt hat. Und das ist ein Nachbau eines solchen Instruments. Und eine genaue Beschreibung, wie das Instrument zu nutzen war, hat auch ein Araber gegeben, Al-Khwarizmi in Bagdad. Nach diesem Herrn ist auch der schöne Name Algorithmus abgeleitet. Da hat es also eine Beschreibung erstmal in Arabisch gegeben, die hatten die aus dem Griechischen übernommen und später ist dann über Spanien das Ganze auch ins Lateinische übersetzt worden und dann eben auch in Europa bekannt geworden, vor allen Dingen auch in Klöstern. Hier ist mal zu sehen, was man mit so einem Instrument alles anfangen kann. Man kann praktisch mit den verschiedenen Teilen des Instrumentes Einstellungen vornehmen und dann kann man sich das vorstellen wie heute, Sie kennen das vielleicht noch, oben in der Astronomie hängt so eine Karte auch noch, so eine drehbare Sternkarte. Die Sternkarte ist nur anders, da dreht sich praktisch der Horizont und hier bei diesem Instrument ist im Grunde auch eine Abbildung der Himmelskugel auf die Ebene, da dreht man dann die Himmelskugel, da komme ich gleich noch zu. Also das war im Grunde ein sehr universelles Instrument. Ja, man kann auch sagen, so eine Art astronomischer analoger Computer, wo man verschiedenste Berechnungen dann mitmachen konnte. Die nächste Folie zeigt dann die verschiedenen Teile des Instruments. Hier habe ich den sogenannten Zeiger oder Ostensor, wie er auch genannt wird. Dann kommt die eigentliche Sternkarte, das ist die wird als Räte bezeichnet. Gleich werden wir auch noch sehen, wie die Sterne darauf eingezeichnet sind. Das Weite, was ich brauche, ist die Einlegescheiben, das sind die Typane oder Typana in der Mehrzahl. Und diese Einlegescheiben, muss man sich klar machen, waren immer für einen bestimmten Breitengrad. Und diese Instrumente wurden dann, wenn man die damals gekauft hat, wurden dann mit mehreren Einlegescheiben verkauft und die waren dann für verschiedene Breitengrade. Und wenn man dann gereist ist, musste man eventuell diese Einlegescheiben wechseln, um dann die entsprechenden Einstellungen und Messungen vornehmen zu können. Dann hat man hier noch das Gehäuse, wo die Scheiben sich drin befinden. Wird auch als Mata bezeichnet. Hier ist ein Bügel, wo man das Instrument mithalten kann. Und hinten ist noch ein Doppelzeiger mit Visuren oder Dioptern, wo ich Objekte mit anpeilen kann. Der ist auf der Rückseite des Astrolabiums, da kommen wir gleich noch zu. Und gehalten wurde das Ganze durch einen Bolzen, der da durchgeschoben wurde und der wurde hier oben mit einem Stift, wurde das Ganze dann festgemacht. Und das konnte ich also auseinandernehmen und dann auch die verschiedenen Scheiben einlegen, wenn ich gereist bin. Das ist also der Aufbau des Astrolabs oder Astrolabiums. Und hier ist nochmal ganz kurz zu sehen, welche Mathematik hinter dem Ganzen steckt. Im Grunde ist das eine Projektion von dem Südpol der Kugel aus auf eine Ebene, die durch den Äquator geht, der Kugel. Und diese Projektion nennt man auch stereografische Projektion und die hat die schöne Eigenschaft, dass sie Kreise auf der Kugel in Kreise abbildet, bis auf die sogenannten Längengrade dieser Kugel, die werden auf Graden abgebildet. Und das wird dann hier auf dieser Scheibe entsprechend vermerkt. Und die Höhenkreise werden auch auf Kreise abgebildet, auf der Platte. Und dann habe ich praktisch ein Abbild des Himmels in der Ebene. Und mit der Räte, mit der Sternkarte, kann ich dann die entsprechenden Himmelsobjekte finden. Hier ist jetzt mal ein Holzastrolabium zu sehen. Das ist hier für den oberbayerischen Ort Glonn, 47 Grad nördlicher Breite. Und hier habe ich, das ist die Räte hier, dieser braune
das braune Holz hier und dann sehen Sie hier Spitzen. Und diese Spitzen sind praktisch Sterne. Also hier haben wir zum Beispiel Altair, dann haben wir, was haben wir noch für einen? Deneb ist zu sehen und ähnliche. Und diese Spitzen zeigen dann auf bestimmte Linien und Schnittpunkte von Linien. Und das sind dann Himmelskoordinaten. Und da kann ich dann die Position dieser Sterne dran ablesen. Und kann dann auch zum Beispiel mit dem Messgerät hier oder Messlineal, das ist dann, was man im Astronomischen die Breite nennt, Deklination des Objekts. Das ist die Vorderseite des Astrolabiums. Und interessant ist auch noch die Rückseite. Da ist also auch noch mal ein Zeiger, also die Alidade mit den beiden Visuren. Und damit kann ich zum Beispiel am Tag die Höhe der Sonne über dem Horizont messen. Man guckt da natürlich nicht in die Sonne rein. Hatte ich ja erwähnt, sollte man nicht tun. Was man da macht, man nimmt das Instrument, hängt das so hin, dass es den möglichst schmalen Schatten wirft und stellt diesen Zeiger da so ein, dass die Sonne durch beide Bohrungen scheint. Und dann kann ich sehr genau die Höhe der Sonne über dem Horizont messen. Dann weiß ich eventuell noch den Tag. Und dann kann ich auch mit der anderen Seite Einstellungen vornehmen und die wahre Sonnenzeit ermitteln. Und umgekehrt kann man natürlich auch Objekte am Nachthimmel einpeilen mit dieser Vorrichtung, die Höhe über dem Horizont messen. Und mit der Vorderseite kann ich dann entsprechend den Stern einstellen und kann ablesen, wo der jetzt genau steht und kann damit eventuell auch die Zeit bestimmen. Das ist also das Astrolabium und das war auch sehr stark im Einsatz, einmal von professionellen Astronomen. Das hatte aber nachher auch einen gewissen Wert, dass betuchte Leute sich solche Instrumente haben fertigen lassen und auch Könige und so, die sind mit diesen Instrumenten beschenkt worden. Das war also ein relativ wertvolles Instrument und war dann auch entsprechend bei den entsprechend reichen Leuten beliebt. Auf der nächsten Folie ist dann nochmal zu sehen, so eine Einlegescheibe. Wir hatten eben eine Einlegescheibe für ungefähr 48 Grad und das wäre jetzt eine Einlegescheibe für 50 Grad. Das heißt, wenn ich dann Nürnberg ist ungefähr 50 Grad, dann müsste ich diese Scheibe benutzen. Und der Drehpunkt dieser Scheibe, das kann ich ja alles verdrehen, das ist der Himmelsnordpol. Da dreht sich ja der ganze Himmel drum. Und das hier, dieser Punkt, das ist der Zenit des Beobachters. Und der ändert sich natürlich hier gegenüber dem Himmelsnordpol mit der geografischen Breite. Und deshalb wurden dann eben diese Einlegescheiben für die verschiedenen geografischen Breiten angefertigt. Das war also jetzt das Astrolabium, also ein universelles Instrument für astronomische Berechnungen. Es war im Grunde ein Analogcomputer. Und das war so bis ins 17. Jahrhundert war das gebraucht. Später war es dann nur noch als Dekorationsstück im Einsatz. Zum Schluss möchte ich noch mal kurz auf die Genauigkeit dieser Winkelmessungen angeben. Da gibt es, das habe ich in einem Artikel einer Veröffentlichung gefunden, also die Astrometrie nennt man das ja, wenn man Objekte genau am Himmel die Position vermisst. Und hier ist mal praktisch von 150 vor Christus bis in unsere Zeit ist gezeigt worden, wie sich die Genauigkeit der Winkelmessung verändert hat. Und zwar hier in Bogensekunden ist das angegeben. Der Kreis hat ja 360 Grad, ein Grad besteht aus 60 Minuten und 3600 Bogensekunden. Also eine Bogensekunde ist schon eine sehr feine Messung. Und hier sieht man, das ist hier, der hatte sich auch sehr stark mit Astronomie befasst, der Landgraf von Hessen.
Das war so um die 1600. Hier ist eingezeichnet die Messgenauigkeit von Tycho Brahe. Die lag so im Bereich zwischen 80 und 100 Bogensekunden, also für die damalige Zeit auch sehr genau. Und dann ist das hier, geht es praktisch linear runter. Der britische Astronom Flamsteed, Lalande, Argelander und so weiter, die sind dann schon in den Bereich von einer Bogensekunde gekommen. Und hier sieht man jetzt, wie enorm sich da die Messgenauigkeit verändert hat. Wir sind heute mit Satellitenastrometrie, sind wir also im Bereich von 100.000stel Bogensekunden angelangt. Also da sieht man, welchen Fortschritt da die Messwissenschaft gemacht hat, von der Antike 150 vor Christus bis zu unserer Zeit. Aber es handelt sich ja immer weiter um Winkelmessungen. Aber je genauer ich Winkel messen kann, desto genauer kann ich auch Positionen vom Planeten bestimmen. Ich kann dann auch genauer die Umlaufbahnen berechnen, bestimmte physikalische Theorien überprüfen. Insofern ist die Winkelmessung in der Astronomie eine grundlegende Tätigkeit, die man immer benötigt. Wer sich mit dem Thema etwas weiter befassen will, für den habe ich hier einiges zusammengestellt. Es gibt eine ganz nette Webseite, da sind alte astronomische Instrumente beschrieben. Das ist im Grunde das digitalisierte Meyers Konversationslexikon. Und dieses alte Lexikon hat ein sehr ausführliches Kapitel über alte astronomische Winkelmessinstrumente. Dann gibt es noch aus dem Kosmos Verlag ein Buch, das ist auch sehr schön geschrieben. Das gibt es leider nur noch antiquarisch. Das ist von einem Herrn Wolfgang Schröder, nennt sich Praktische Astronomie für Sternfreunde. Und da werden auch solche einfachen Berechnungen beschrieben, die man selber machen kann und auch, wie man sich solche Instrumente relativ einfach aus Papier und Pappe selber basteln kann. Wie gesagt, das kriegen Sie nur noch antiquarisch. Und es gibt dann noch andere Sachen, die sich vor allen Dingen so mit Astronomie und Geschichtswissenschaft befassen, wie das Werk hier von dem Wolfram Schlosser, wo es um Astronomie der Vorzeit geht. Und ein sehr schönes Buch, leider nur in Englisch verfügbar, das ist von dem amerikanischen Professor James Evans. Das heißt History and Practice of Ancient Astronomy. Und da ist wirklich sehr, sehr genau beschrieben, wie man diese alten Instrumente anwendet. Da sind auch Beispiele drin und es sind auch immer wieder noch Bauanleitungen gegeben und Vorlagen, wie man solche Instrumente dann relativ einfach selber anfertigen kann und dann auch die entsprechenden Messungen da vor Ort machen kann. Interessant ist, der ist in der Nähe von Seattle stationiert, der Professor, und die Instrumente, die er angibt, sind alle für 47 Grad und 47,5 Grad geografischer Breite. Und das passt eigentlich hier für München sehr gut, was er da macht, weil wir ja hier auf 48 Grad Breite sind. Und dann gibt es noch im Internet zu diesen einzelnen Instrumenten Beschreibungen, die sind alle unter Physik Kosmos indirekt zu sehen. Da sind also ziemlich genaue Beschreibungen dieser Instrumente, wie die funktionieren und auch der Geometrie und Mathematik dazu. So, das war jetzt mein Vortrag über historische Instrumente. Ich hoffe, ich habe einiges darüber gebracht, was man mit diesen Instrumenten machen konnte. Ich bedanke mich jetzt für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Sonntag.